Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind, meine lieben Freunde. Wir sind gerade in Aldruhn, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Ach ja, genau, das war der schöne Abteil hier mit den großen Ausrufezeichen. Wir wollten hier in Aldruhn jemanden finden, und zwar wollten wir finden, nämlich den Hasur Sainsuobani. An Ashlander who left, okay, bla bla. Ich habe nämlich mal, als ich die Folgen geschnitten habe, drüber nachgedacht und ich bin der Meinung, dass der Kerl nämlich woanders ist. Und zwar nicht hier, sondern draußen. Dass er dort nämlich irgendwo rumrennt, aber nicht ganz draußen, sondern in einem anderen Lokal halt. Und zwar wortwörtlich lokal. Ich sag mal so eine Art Kneipe. Dort, wo wir schon das eine Mal den Argonier haben verschwinden lassen, also wo wir ihn eigentlich hätten töten sollen, aber ihn dann einfach gesagt haben, hier komm, verlass mal Morrowind, geh mal lieber zurück nach, wo wohnen die nochmal? Schwarzmarsch oder so? Das ist doch deren Gebiet, wenn ich mich nicht irre. Und es ist gerade kein Sturm unterwegs, auch nicht schlecht. Kurz mal die Q-Taste drücken, damit er automatisch läuft, damit ich mein Headset wie immer mal ein bisschen leiser stellen kann. Beziehungsweise ein Headset ist es ja nicht wirklich, weil ich ja mit einem Mikrofon aufnehme und nicht mit einem Headset. Sondern es sind ganz normale Kopfhörer. War aber mein Headset, ein Sennheiser sogar, aber irgendwie ist mir das Ding abgebrochen, das Mikrofon davon. Was natürlich andererseits auch ein Segen ist, ne? The Rat in the Pot, das ist die Spelunke, die ich meine. Mal gucken, ob er hier irgendwo rumlungert. Aber ich bin der Meinung, dass er das war hier, oder? Hier, warte. Wo muss ich einmal hoch und dann runter oder was in der Richtung? Hier war das, ne? Ja, genau. Und dann gleich links. Dann war das woanders. Aber der war auf jeden Fall in so einem Gebäude drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich frag mal hier nochmal kurz. Hallo? Hasur. Du weißt nichts über Hasur, ja? Ne, nur Haus Redoran. Hasur. Auch nur Haus Redoran. Du vielleicht? Natürlich nicht. Aber sie weiß wenigstens auch was über Haus Hidalgo, nicht nur Redoran. Du vielleicht auch nicht, okay. Gut, dann gehen wir einfach in ein anderes Haus. Alter, lasst mich durch. Lasst mich durch. Vielleicht ist aber auch hier unten. Das könnte natürlich auch sein, ne? Ein Ashlander, ey. Find hier mal einen Ashlander. Telan. Ich suche jemanden, wenn dich das so sehr interessiert. Nö, Estoril. Wir brauchen jetzt niemanden mit Östrogen. Nein. Nein, hier ist auch nichts drin. Na gut, okay, dann gehen wir halt mal in ein anderes Haus. Scheint nicht hier zu sein. The person you are calling is not available at present. Vielleicht hier in der Kriegergilde? Glaube ich aber kaum. Was wäre da? Schauen wir doch einfach mal nach. Ja, nö. Nö. Wie soll man den denn finden nochmal? An Ashlander who left the waste to become a wealthy trader in Aldruhn. He gave me 100 gold and told me to find what Sainsuobani likes and get him a gift. Then I'm to give him the gift and ask him to tell me about the Ashlanders and the Nerevarine cult. When I have the information, I'm to report back to the Spymaster. Ja. Ist ein Ashlander, I'm not sure where to find him, but I tried the Alt Scar in Aldruhn first. That's a more respectable place than the... Ach so, ahahaha. Siehste, das ist nämlich ein etwas besserer Ort als die Ratte im Pott, ne? Wir sollen die andere Spelunke hier aufsuchen, wo auch immer die ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich schätze mal, dass das hier irgendwo sein wird. Da oben ist, glaube ich, ein Tempel, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein Haus. Ein Haus. Da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck mal hier nochmal kurz. Hier sind so viele Hütten, wo ich auch noch nie drin war, stellenweise. Das muss es sein, da hinten. Dunmar-Tempel, sage ich ja. Ah, ein paar Arschgeigen, die getötet werden wollen wahrscheinlich. Aber naja, gehen wir mal hier rein. Glaube ich doch zumindest. Ist es doch hier, oder?
Nee, das ist ein Haus. Gut, dann einmal die 7 Meilenstiefel. Damit uns der Weg nicht so lange vorkommt, liebe Freunde. Ich will es ja auch nur erträglich machen, das LP hier. Nein, nein, nein. Atomkraft, nein, nein. Bookseller, nein, nein. Oh, hier könnte es sein. Alsgar Inn. Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich suche nach einem Herrn namens Hasur Sansebambi Bambadubo. Himbedibbedib. Und, da ist er doch, oder? Das ist doch Hasur Sansebambi. Wir speichern. Und kratzen uns die Nase. I trade. I'm retired trader. I am well traveled and a man of letters. But I'm pro. Ah, ich soll in ein Buch wahrscheinlich. I hope you won't think me rude, but I'd rather not spend my leisure time lecturing at strangers. So nach dem Motto. Halt, Business. I see you wish to learn of Ashlanders from me, and what is it that you wish to learn? What are the gift-giving customs? What do you know about the Nerevarine cult? A curious question. A gift is a sign of courtesy among strangers and affection among friends. Among strangers, a thoughtful gift is a sign that you are cautious and considerate and aware of the other's wants and needs. Such is particularly useful for traders and travelers among friends. It is a private thing and subtile, with great risk. For the rest of the gifts is how well it is tailored to the receiver. Okay, also man soll gut darüber nachdenken. Wenn man ein Fremder ist, soll man ein Geschenk machen, worüber man sich Gedanken gemacht hat, um den Kerl zu beweisen, dass er, dass man darüber nachgedacht hat und über seine persönlichen Vorlieben auch Bescheid weiß. Also ich soll mich quasi an ihn ranschmeißen. Courtesy Ashlanders may challenge a stranger who enters a yard without invitation. Customs differ with different tribes, but leave when requested and you may be forgiven. Be particularly careful about Ashkans, tribes chiefs and wise women, tribal seers and counselors. Some are welcoming, some are hostile. Be cautious and leave if requested. If offended, they may attack. Okay, also Ashländer mögen es nicht, wenn man einfach so in ihre Gebiete eindringt. Man soll auf Bitte dann gehen, falls man darum gebeten wird. Manche sind einladend, manche sind abweisend. Und wenn man dann nicht geht, vor allem bei den großen Chefs, bei den Stammesältesten und so weiter, kann das dazu führen, dass sie dann einen auch angreifen. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen ein Thoughtful Gift. Wir wollen mal darüber ein bisschen was wissen. Yes, a gift that shows you have taken the care to learn something of the receiver. For example, I love poetry. No stranger could be expected to know this, but a book of poetry given to me by a stranger shows the giver respects me and has made special effort to know and please me. But now I have answered your questions and would like some time to myself. If you will excuse me. Gut, also er will wirklich Lektüre haben, wie ich es gesagt habe, ein Buch. Weil er das ja schon einmal gesagt hatte, von wegen I'm a man of letters. Deswegen habe ich mir gedacht gehabt, er will bestimmt ein Buch haben. Has mentioned that he loves poetry. Then a book of poetry would be a perfect gift. Okay, book of poetry gibt es wahrscheinlich dann auch als Ansprechpunkt bei den Buchhändlern, an denen wir vorhin vorbeigelaufen sind. Mensch, was für eine Ereigniskette an Zufällen, war. Kausalisationskette nennt man sowas auch in der Fachsprache. Auf ein Ereignis folgt ein Gegenereignis. Hier haben wir den Bookseller, da gehen wir doch mal rein. Hallo, lieber Buchhändler. Bitte sag mir, dass du hier ein Buch über Poetrie hast. Specific Place? Nein, wir wollen ein Poetriebuch. Tongue, Toes, Holzheim, Traveler, History, A Little Secret, Imperial Cult, Bababab. Blades, Background, Ashlanders. Ashlander, Camp, Ashlander, bla, Gifts. Der hätte es mir auch sagen können. Ich hätte gar nicht den Typen direkt ansprechen müssen.
Gut, Bartha. Wir wollen mal hier ein bisschen gucken, ob es irgendwo Less Roots Strong, Barbarius, Ashlands, Ashland Hymns, Brief History, Skoma. Ja, Guide to Aldruin, das sind Karten, die brauchen wir nicht. Akavir. Oh mein Gott, Oblivion. Ich muss auch mal ein Let's Play Oblivion machen, oder? Weil sie die allgemeine Frage, ob da irgendwie die Lust dran besteht. Origin of the Mage Guild. Aha. Paper. Wie viel? 13. Oh, wow. 40. Wat? Aber der mag mich nicht so sehr, ne? Komm, wir gehen mal um. Ah, wird schon. Wird schon passen hier. Komm schon. Gib mir. Ich will haben. Danke. So, nochmal ansprechen. Bart. Nicht Perseration. Nein, wir wollen Bartha stattdessen. Ja toll, jetzt sind die Bücher natürlich erstmal schön. Words of the Wind. Das hört sich doch nach Lektüre an. Nach harter Lektüre, nach schwerer Lektüre. Vampires of Vardenfell, The True Nature of Orcs, The Ruins of Camel Sea, The Red Book of Riddles. Oh, da geht's wahrscheinlich um Harry Potter. Nein. Nein, das war Muggel, ne, nicht Riddles. Stimmt ja. Muggel sind die Menschen. The Five Far Stars, The Firmament, The Doors of the Spirit, The Borders of Darkness, Special Flora, na gut, okay, ein Buch, das harte Lektüre ist. Little Advice. If you want weapons or arms in Aldruin, you need weapons and armor repaired. Look for... Ja. Ashlander Challenge. When challenged for sport, it is acceptable to decline. When challenged for honor, it is shameful to decline. Honor challenges come from offense given in speech or action, or may represent customary formal challenges or statue ritual. Okay. Ashlanders hate foreigners. Current events. Nö. Little Advice hat er mir gerade gegeben, naja. Mabrigash? My trade Nereva. Was a legendary Dhamma general who in ancient times defeated the evil dwarves, Nords, Orcs and traitors Dhamma at the Battle of Red Mountain. Nereva was also one of the founders of the First Council of Great House and friend companion of Vivek, Almalexia and Sota Seal, who later became the god of the Tribunal Temple. Gut. Service, Soul Sign, someone in particular, specific place, Tongue Toad. Visiting an Ashlanders Camp, das wollen wir jetzt mal nicht wissen. Surfaces. My trade. I'm a bookseller. I buy and sell books. Also read books. And I know the stores of books. Books. I don't mean not sharing what I know about books. Books. Morrowind Law. And happy little advice. I know about Morrowind Law. The Blight is a sickness. Yeah. Who talk to if you want to know. Yeah. Smiths know about weapons. Ja. Mensch, ey, jetzt habe ich hier die ganze Zeit nur dieses eine Bild von diesem Kerl und dieses Schriftfenster daneben, weil ich einfach nicht herausfinde, welches Buch ich den Kerl kaufen soll. Bartha, ich glaube, ich hole einfach mal das hier. Words of the Wind. Das hört sich ganz gut an. Wat? 45 oder 46 dafür zahlen. Willst du mich verarschen? Wollen wir mal gucken, ob das vielleicht hilft. Wir speichern mal kurz. Hätte ich mal nicht machen sollen, weil ich habe noch eine Schnellspeicherdatei gehabt, wo ich noch nicht das Buch gekauft habe. Jetzt habe ich das Geld umsonst ausgegeben, falls es nicht das Richtige sein sollte. Aber hey, manchmal ist das eben so. Oh, hier vorne um... Da oben hoch und dann um Ecke. So war das nämlich. Hier runter. Meine lieben Freunde, guten Tag.